Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Last of Us Part 2 Remastered. So, wir klettern jetzt hier diese Leiter fertig hoch und gucken mal, was uns hier erwartet. Ich wollte noch sagen, mein Beileid für euren Sohn. Es ist eine Ehre. Er ist nun bei unserer Profit. Er ist mutig gestorben. Ihr solltet stolz sein. Sind wir. Danke. Ich hab mich Die richtig Ältesten erinnert. Haben uns ein neues Kind angeboten. Was? Das ist eine große Ehre. Elizabeth ist dankbar. Ich weiß nur nicht, ob sie schon bereit ist. Die Ältesten wissen, was das Beste ist. Es wird das Beste sein. Sie hat einen ja. Bogen. Na klar. Okay. Kein Plan, ob wir hier sicher sind. Scheiße. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Sind so viele. Ich habe mich richtig erinnert, dass hier so viele sind. Das Problem ist, er schießt sich ein, die sehen das. Und hierher? Bin ich? Bin mir unsicher. Sie kommt wieder her. Ich habe Angst. Darüber, wo sie steht. Eine Flasche. Ich hasse diese Stelle. Let's pop in. Oh, wir nehmen noch was mit, was wir kriegen. Let's so.
Verdammtes Gas. Seraphiten, wie auch immer. Ja, verdammt. Ich hab dich noch nie fluchen gehört, Lev. Ja, das war mein erstes Mal. Hui. Die Stelle ist so pain. Ich erinnere mich dran, wie wir... Also beim ersten Spielen, wie ich 100 Jahre an dieser Stelle einfach zugebracht habe. Wirklich, 100 Jahre. Das glaubt ihr nicht. Aber der Weg, den wir jetzt genommen haben, der war richtig gut. Jetzt natürlich haufenweise Loot liegen lassen, haben aber auch halt nichts verbraucht weiter, ne? Aber die laufen auf dem Stück auch alle so dicht an dicht. Ist das ein Aufzug? Ja. Hey, zieh das Gitter runter. Da geht's ganz schön weit runter. Darf ich dir einen Rat geben? Oh mein Gott. Denk an die guten Seiten der Angst. Die guten Seiten? Ja, du läufst schneller, du bist konzentriert. Scheiße. Du fühlst weniger Schmerz. Jedes schlechte Gefühl, feuchte Hände, Herzklopfen, alles Zeichen, dass du jetzt stärker bist. Ach, sorry, ich musste gerade dies und bin an meine Maus gekommen. Also, wenn du Angst hast, denk daran, dass dein Körper sich nur für das Kommende bereitet. Nur in der Schwäche und in die wahre Stärke. Okay. Die wissen auf jeden Fall jetzt, dass wir hier sind. Ist das von der Prophetin? Ja. Ich dachte, ihr seid gegen Elektrizität und sündhaftes Zeug von früher. Naja, es gibt Ausnahmen. Besonders für Soldaten. Wie praktisch. Aha. Wie praktisch, wenn man sich alles so zurechtbiegen kann, wie man es braucht. Aber es ist halt, ne, wenn die wirklich so auf ihrer Insel da in Ruhe leben wollen, dann sollen sie doch einfach lassen, meine Fresse. Das klingt verdammt hoch. Vom Wind her. Dass das halt auch alles noch steht, ne? Dass das alles noch nicht in sich zusammengefallen ist irgendwie. Das sollte mal ein Penthouse werden. Ein großes wahrscheinlich. Was ist das, verdammt? Das ist die Brücke. Lev, was? Komm mir nach. Oh Gott. Fuck. Ganz langsam. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Ich weiß noch, wo wir das beim ersten Mal gespielt haben. Wird das Ding hier oft benutzt? Ja. Du lügst doch. Tu ich nicht. Ich meine, es ist nicht die beliebteste Route. Also nicht einfach nicht nach unten. Ich beim ersten Mal hier einfach dauerhaft gefallen bin. Abby. Wie fühlst du dich? Ich warte noch auf die wahre Stärke. Kühl. Cool. Was? Ach, nichts. Was läuft da zwischen dir und deinem Freund Owen? Mein Gott, Lev, jetzt? Ihr habt verkrampft gewürgt. Geh einfach! Ich lieb's. Oh, Gott sei Dank. Ich lieb die Dynamik zwischen Abby und Lev. Na los! Könnt ihr mal kurz beeindruckt von mir sein? Noch nicht. Komm her, lass dich umarmen. Das wirst du gleich bestimmt nicht mehr wollen. Oh nein. Wieso? Wieso? Siehst du gleich. Lev, komm her, lass dich umarmen. Das wirst du gleich nicht mehr wollen. Wieso? Ich lieb das, ey. Das ist so schön.
du Scheiße, Lev! Alles wird gut. Sieh mich an. Shit. Abby, ihr Blick so, oh mein Gott. Warte mal. Aber bevor wir jetzt da... Habe ich das verpasst? Oh, ich komme hier nicht mehr hoch. Ich war der Meinung, es gab hier so ein Ding zwischen den Gesteinsbrocken, wo Loot lag. Vielleicht habe ich das auch verpasst. Oh Gott, dieses Balancieren jetzt. Oh Gott, ich werde jetzt wieder 100-mal fallen. Wir sterben uns jetzt hier durch, Leute. Ich kann das nicht gut. Wie kommt es, dass du keine Angst hast? Komm mir nicht mit der Prophetin. Höhe macht mir keine Angst. Was dann? Der Ozean. Hunde. Wenn der Wind noch, ne? Oh, oh mein Gott, Abby. Lauf einfach vorwärts. Jetzt lichtet sich auch noch der Nebel. Na klar. Fast geschafft. Ich hätte mich auf den Bauch gelegt und dann langsam darüber gerobbt. Ich sag, wie es ist, ne? Oh fuck. Oh fuck. Guck zu mir. Ich kann das nicht, Lev. Ich kann das nicht. Doch, du kannst. Ich kann nicht. Oder ich wäre auf allen Vieren geblieben. Komm schon. Wahre Stärke. Wahre Stärke. Wahre Stärke. Okay, sie bleibt auf allen Vieren. Oh Gott. Ich hasse diese Stelle. Gott. Okay, fast geschafft. Balance. Ich habe in die andere Richtung gedrückt und sie ist einfach nach da gesprungen. Habt ihr das gerade gesehen? Sie ist einfach nach rechts gesprungen, ich habe aber nach links gedrückt. Ich habe ja gesagt, wir sterben uns jetzt hier durch. Stellt euch mal vor, ihr spielt das Spiel mit Permadeath. Schon wieder! Das gibt's doch nicht. Willst du mich verarschen? Das war exakt die gleiche Stelle. Ich wollte gerade sagen, stellt euch mal vor, ihr spielt dieses Spiel mit Permadeath, ne? Und ihr kommt super durch dieses Spiel und dann seid ihr an dieser Stelle und sterbt, weil ihr die Balance nicht halten könnt. Alter, wäre ich sauer. Mal jetzt ganz langsam. Es tut mir jetzt sehr leid, da müssen wir jetzt durch. Ich mag jetzt nicht wieder den Hechtsprung nach rechts machen. Auch nicht nach links. Stopp. Durchatmen. So ein scheiß Stahlträger kann auch mega glatt und rutschig sein, ne? Okay. Okay. Warum haben die an der Stelle kein Holz? Komm schon! Mir ist schwindelig! Bereit? Gib mir eine Sekunde. Bitte. Okay. 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 Den Sturz konnte ich nichts. Der war geskriptet. Ich
weiß nicht. Was meinst du? Das ist das richtige Gebäude. Aber in diesem Teil war ich nie. Und die Brücke führt zur Rückseite des Gebäudes. Das hier ist neu für mich. Okay, gut. Mal sehen, ob wir irgendwo runterfallen. So, irgendwo hier am Becken vom Pool. Da. Hier ist nix. Meine Ohren klingeln. Wenn das der schlimmste Teil war, haben wir Glück gehabt. Vielleicht war es kein Glück. Vielleicht aber schon. Manche Wolves glauben an Gott. Ich hörte sie beten. Tja, ich nicht. Wenn ich sterbe, sterbe ich für mich. Und was machst du dann hier? Warum bist du zurückgekommen? Schuldgefühl. Warum? Du schuldest uns doch nichts. Ich wollte ein bisschen lastlos werden. Hallo? Ist da jemand? Hier ist keiner. Ach, voll. Leer. Mit Spiegel voll. Puh, können wir irgendwas craften? Achso, jetzt sind wir... Ah, okay, verstehe. Wir werden jetzt eben hier durchgelaufen. Okay, gut. Kostenloses WLAN-Buzzword. Das muss schon cool gewesen sein, hier so zu trainieren mit der Aussicht. Schick, schick. Das WLAN-Passwort 12 18 79. Ich höre Dinge im Treppenhaus. Ich höre Dinge im Treppenhaus. Hallo? Ich bin stuck. Oh Gott. Ich habe jetzt gerade gedacht, das hat sich aufgehangen. Ich war gerade erschrocken, Leute. Mein Hund ist hier. Oh. Ich mich gerade verjagt. Also ich weiß dadurch, dass ich das Spiel schon gespielt habe, dass das WLAN-Passwort der Code ist. deswegen machen wir den jetzt schon mal auf, bevor ich den Zettel finde. Oh, habe ich mich gerade verjagt. Mein Hund ist hier und spielt mit seinem Snackball. Also wundert euch nicht über die Geräusche. Pill. Safe-Knacker. Öffne alle Saves. Ey, das war der letzte? Kriegen keinen Save mehr jetzt? Schade, aber cool, dass ich alle gefunden habe, dass ich die noch wusste, wo die sind. Okay, weil hier geht's weiter im Treppenhaus, das weiß ich. Aber hier gab's doch noch... Genau, hier vorne gab's noch die Saftbar. Wir sind voll, ne? Mit Leben, ja. Machen wir das jetzt nicht? Leer. Schere. Oh Gott, ey.
Bitte lasst während eurer Schicht keine Wertgegenstände herumliegen. Es gibt einen Safe in der Absteckkammer in der Lobby. Der Code ist der gleiche wie fürs WLAN. So. Gott. Ich bin immer noch... Ich habe mich total verjagt gerade eben durch meinen Hund, ey. Oh, bester Jumpscare aller Zeiten, mein Hund. Oh Gott, ey. Also ich weiß, dass ihr ihn jetzt hier hören werdet, weil... Einfach dadurch, dass ich rede, nimmt das Mikro das auf, was er da so veranstaltet. Also sorry dafür. Ja, da sind wir durchgelaufen. Da waren wir. Genau, dann waren wir überall. Ich will nur noch mal ganz kurz nach Pillen gucken. Sehr gut. Dann machen wir jetzt das. Brandschrot. Aber wir können keinen machen, ne? Weil wir jetzt... Ja, okay. Aber wir könnten noch mal jetzt 3 Stück machen. Boah, liegt hier nicht noch irgendwo zufällig so ein bisschen Sprengzeug rum? Nein? Ich würde sagen, wir bleiben jetzt einfach hier, Lev und ich. Wir machen es uns jetzt hier schön und gehen hier nie wieder weg. Wasser haben wir auch genug im Pool. Bis runter gucken. Ah, ich weiß, was jetzt kommt und ich habe da so gar keine Lust drauf. Ich versuche das gerade hinauszuzögern. Merkt man das? Aber es hilft alles nichts. Wir müssen. Scheibencluster. Ich finde das so cool, dass die Spiegel funktionieren. Hui. Okay. Genug davon. Gehen wir. Hier kommen wir runter. Wenn wir es zur Straße schaffen, sind wir genau beim Krankenhaus. Nur eine Leiche. Nur eine Leiche. Einer von euch? Nein. Sieh dir die Kleidung an. Hier. Ist ganz schön dunkel. Oh, so geht das also. Man darf nicht vergessen, Lev hat noch nie mit Technik irgendwie zu tun gehabt, ne? Das Gebäude sollte geräumt werden. Sepp. Sepp, Victor und Irina sind tot. Avery und Marley werden vermisst und ich wurde gebissen. Das Nest war größer, als wir gedacht hatten. Ich wollte es hochjagen, aber die verdammten Zünder waren defekt. Typisch, dass mich letztendlich die Unfähigkeit der verdammten Fedra umbringt. Ja, das sah halt doof gelaufen, ne? Lev, sind Infizierte in diesem Gebäude? Wir sind immer mit dem Aufzug runtergefahren, also keine Ahnung. Yay! Okay, hier geht's nicht weiter. Er hat sich noch hier hochgeschleift. Da geht's ganz schön tief runter. Ach nee. Voll. Sporen. Masken auf. Ich hab keine. Glaubt ihr Typen nicht an Gasmasken? Wir waren auf der Flucht. Lass mich sehen, was ich finde. Bleib hier. Zurück. Noch weiter. Wenn du stirbst, sitze ich hier fest. Dann bete mal, dass ich es schaffe. Okay. Gasmaske. Ja. Gasmaske. Gasmaske. Okay,
Hier ist noch Pillen. Sehr gut. Wartet mal, wie viele Pillen habe ich denn jetzt wieder? 25. Und wie viel brauche ich jetzt? Also den haben wir fertig. Den wollte ich als nächstes machen, ne? Bessere Haltbarkeit. 50 mm Springen, verbesserte Schalldämpfer. Eigentlich. Ich mach jetzt den. Ich bin mit Abby nie leise. Ich krieg mit Abby das nicht hin. Irgendwie, zu schleichen, wisst ihr? Okay. Scheiße, hier ist alles verseucht. Ja. Zu kotzen. Einfach da oben bleiben, okay? Gott. Munition. Gasmaske. Endlich. Verdammt. Wenn du dich schon umbringst, nimm wenigstens die Gasmaske ab. Ey, wirklich. Trottel. Idiot. Die Geräusche hier in diesem Ding, das ist so furchtbar. Mein Hund ist fertig mit seinem Ball. Ich glaube, er hat's raus. Hier liegt sehr viel Zeug. Warte mal ganz kurz, bevor ich jetzt die Maske da nehme. Hier war ich jetzt, ne? War ich überall? Ja, hier war ich überall. Okay. Ja. Lecker. Sieht gut aus. Okay, zurück zu Lev. Gut. Versuchen wir es mal mit der Waffe. Ich hasse diese Arschlöcher, ne? Ich hasse Stalker. Oh,
Gott, sind das viele! Oh Gott, ich glaube, das ist noch was ist das? Was ist das? Ich hoffe, das war's. Oh Gott, ich hab vergessen, dass das so viele waren. Arschgeigen. Junge. So, und wisst ihr, wo die drinne waren? Hier, das Zimmer war nämlich vorher zu. Das geht auch vorher nicht auf. Wenn ich die Pillen noch essen würde, wahrscheinlich nicht. Und dann sind sie da rausgekommen. Diese Arschlöcher, das ist okay. Man kann die auch skippen. Also, wenn ihr an der Stelle seid, ihr müsst nur hier wieder raus und hier rüber und zurück zu Lev. Dann kommen die euch nicht nach. Junge, ey. Puh. Ich hab was für dich. Wir brauchen zu lange. Es geht eben nicht schneller. Es hilft deiner Schwester auch nicht, wenn wir beide tot sind. So. Wir packen das. Wir packen das. War da ein Weg nach unten? Nein. Aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei euch auf jeden Fall wie immer fürs Zugucken. Wünsche euch einen wunderschönen Tag und wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder. Ich habe jetzt halt keine Schlagwaffen mehr. Abby, wie wär's damit? Ja, warte, Lev, gleich. Hier lag nicht zufällig noch irgendwie eine Schlagwaffe rum? Ach, leider nicht. Na gut, dann müssen wir es ohne Schlagwaffe irgendwie machen. Aber wie gesagt, das dann in der nächsten Folge. Habt einen wunderschönen Tag und ja. Wir gehen dann irgendwie da hoch, anscheinend, in der nächsten Folge. Also, bis dann. Macht's gut. Tschüss.